Und soweit ich mich noch richtig erinnere, wird die fachende Festung eh von oben aus und nicht von unten betreten. Fragt nur, erzählt mir mehr davon. Hat Helm euch geschickt, um uns in der Ausübung unserer Pflicht zu unterstützen. Ihr müsst unbedingt mit unserem geschätzten Anführer Bruder Odrin sprechen. Ich mag Leute wie euch eigentlich nicht, aber guten Tag trotzdem. Ja, ich dich auch. Ich bitte euch, mit Odrin zu sprechen. Wir müssen unseren Auftrag im Namen Helms erledigen. Wir sind Angehörige einer Bruderschaft Helms. Wir nennen uns Ritter des Wachsamen und befinden uns auf einer äußerst bedeutenden Mission hier. Ich bitte euch, mit Odrin zu sprechen. Wir müssen unseren Auftrag im Namen Helms erledigen. Bruder Paul. Ich selbst kann euch kaum weiterhelfen, mein Kind. Sprich mit Bruder Odrin. Er ist der Anführer der Ritter der Wachsamen. Ah, das Kind Bals ist zu uns gekommen. Wir hatten gehofft, dass euch unser Hilferuf hierher führen würde. Gelobt sei der Wachende, denn er hat unsere Gebete erhört. Ja, der Wachende ist Helm. Gelobt sei Helm. Bedeutet das, dass wir noch eine Chance haben, Odrin? Bedeutet das, dass unsere Sache noch nicht verloren ist? Beruhigt euch, Schwester Galena. Talisa muss sich doch zuerst unsere Geschichte anhören und dann muss sie noch zustimmen, uns zu helfen. Da gehen ein wenig die Pferde mit euch durch, denke ich. Bitte nehmt meine Entschuldigung an, Talisa. Die wachende Festung liegt weit von jeglichem Außenposten der Zivilisation entfernt und eure Reise hier war sicher nicht einfach. Ich habe es ziemlich eilig, also sagt mir, was ihr wollt. Ich wäre schon froh, wenn ich zumindest wüsste, was ihr da von mir wollt. Ich kann mich nicht mehr sehr lange bezähmen nach. Jetzt hört schon mit den Speicherleckerei auf und sagt mir etwas, das mich wirklich interessiert. Nehmen wir die zwei. Gestattet mir bitte, dass ich mich richtig vorstelle. Ich bin Bruder Odrin, der Anführer des Ritterordens der Wachsamen. Wir sind ein kleiner Orden, der vom stets Wachsamen von Helm höchstpersönlich. Einen äußerst wichtigen Auftrag erhalten hat. Ein Auftrag, den wir leider nicht erfüllen können. Ihr seid dazu nicht in der Lage? Zweifellos seid ihr deswegen so besorgt, denn der wachende Kopf vergibt nicht, wenn man seine Pflicht nicht erfüllt. Helm erschien uns während der Zeit der Sorgen, also in jeder Zeit, als alle Götter außer ihm in sterblicher Gestalt auf Ferun wandelten. Ein großes Böses ist eingekerkert worden, so sagte er, und es würde die Aufgabe zufallen, seine Hüter zu sein. Die wachende Festung, also die Ruine, die ihr hier vor euch seht, war einst ein mächtiges Gefängnis für die fürchterlichsten Pfeile der Götter. Die Festung stand zahlreiche Jahrhunderte leer, bis Helm mit seinem Ansinnen zu uns kam. Das alte Gefängnis, so sagte er, würde das große Böse nicht lange halten können. Unser Orden hätte die Pflicht, über die Festung zu wachen und auf jeden Tag zu warten, an dem das große Böse beginnen würde, die Siegel zu zerbrechen und seine Flucht vorzubereiten. Dieser Tag ist gekommen, Talisa. Das große Böse rüttelt an seinem Gefängnis und seine Präsenz hat die wachende Festung mittels finsterer Magie verdorben. Und über Kreaturen angelockt, die Situation ist weit eskaliert, dass uns der Weg die Tiefen der Festung versperrt ist. Die Situation ist so weit eskaliert. Es ist beschämend für uns, dass wir zu schwach sind, die unteren Kammer zu erreichen und das Ritual auszuführen, das die alten Siegel wieder stärken wird. Dass wir Hilfe benötigen, ist also offensichtlich. Wir benötigen eine Gruppe, die die Festung eindringt und uns und die untere Kammer erreichen kann, um dort die mystischen Siegel zu reparieren. Würdet ihr das tun, Talisa? Was habe ich davon, wenn ich euch helfe? Was für eine Kreatur ist dort eigentlich gefangen? Ich werde euch helfen, aber ich muss wissen, was zu tun ist. Dann vergesst es einfach. Ich habe wichtigere Dinge zu erledigen. Nehmen wir die zwei. Wir wissen es nicht. Helm hat das Wesen einfach als den Eingekerkerten bezeichnet und uns erklärt, dass es ein extrem verschlagenes Wesen mit großer Macht ist. So mächtig, dass ich Helm persönlich darum kümmern musste. Das ist ja interessant. Ein Gott selbst musste sich dieses Eingekerkerten annehmen. Das ist wohl kein gewöhnliches Wesen, hm? Falls der Großteil der Siegel noch intakt ist, werdet ihr ihn nicht einfach direkt auf den Eingekerkerten treffen. Wir wissen es schlicht und einfach nicht. Deswegen benötigen wir eure Hilfe. Ja, auch so dringend, Talisa. Ich werde euch helfen, aber ich muss wissen, was zu tun ist. Ihr werdet uns tatsächlich helfen. Gelobt sei Helm. Gelobt sei Helm. Er hat unsere Gebete erhört. Ich danke euch, Talisa. Bruder Toll wird euch die Dinge geben, die ihr benötigt, und sie erklären. Komm, steigen wir zur Spitze der wachenden Festung empor. So, jetzt befinden wir uns über dem alten Gefängnis.
Vor uns liegt der Eingang in das erste Stockwerk oder die erste Ebene. Sie stellt das erste Hindernis auf dem Weg in die untere Kammer dar. Mhm. Um die Festung zu betreten und um die Festung zu verlassen, benötigt ihr das entsprechende heilige Symbol. Redet mit Bruder Paul, er ist unser Ältester und wird euch nicht nur ausrüsten, sondern kann auch eure Fragen beantworten. In der Tat, ich kenne etliche Legenden über die alten Siegel in der Festung. Über das Böse, das diesen Ort heimgesucht hat, weiß ich jedoch leider nur wenig. Wenn ihr irgendwelche Vorräte benötigt, solltet ihr mit Schwester Galena sprechen. Ihr könnt alle Vorräte des Ordens nutzen, Talisa, zu einem angemessenen Preis, versteht sich. Wenn wir reich genug wären, würden wir sie euch gerne kostenlos überlassen. Möge der Wachsame eure Seite schreiten, Talisa. Ich bete, dass das Göttliche in euren Adern euch die Stärke gibt, erfolgreich zu sein. Wir alle beten darum. Hey, cool, das war jetzt fast schon eine pseudo-animierte Umgebung. Ja, wir können auch jederzeit wieder runter. Also hier hoch und runter gehen. Ich warte. Reden wir noch mit denen. Seid gegrüßt. Es ist schön zu sehen, dass es euch gut geht. Ich habe keine Änderungen bezüglich des Siegels gespürt. Ich hoffe doch, dass alles in Ordnung ist. Ich hätte ein paar Fragen. Bruder Koll kann eure Fragen beantworten. Zumindest wird sich alle Mühe geben. Möge er mit euch sein, Talisa. Okay, dann fragen wir erstmal hier. Ihr könnt unsere Fähigkeiten der Heilung und unsere Vorräte in Anspruch nehmen, Talisa. Kommt, ich zeige euch die Dinge, über die wir verfügen. Ja, Pfeile und Kugeln als plus 1, Heldentränke. Ein paar einfache Schriftrollen. Feuerball, nichts Besonderes, muss ich ehrlich sagen. Kann auch sein, dass wir schon überlevelt sind für die Festung. Baumelstein zu Fleisch, Feuerzahn, Kurzschwert, ja. Ja, ihr könnt die beiden haben. Ja, was immer ihr wünscht. Helm ist stolz auf euch, mein Kind. Ich danke euch für eure Unterstützung. Wie Bruder Odrin schon gesagt hat, werdet ihr drin zwei Dinge benötigen. Wie es euch nun geben? Der erste ist das heilige Symbol, das es euch ermöglicht, die Siegel des Gefängnisses zu passieren. Ihr dürft es auf keinen Fall verlieren, mein Kind. Ohne es kommt ihr nicht hinein. Wenn ihr es drin verliert, seid ihr auf ewig gefangen. Der zweite Gegenstand ist die Schriftrolle mit dem Ritual, das Helms Siegel auf der Festung reparieren wird. Ihr müsst sie nur in der Gegenwart des Eingekerkerten laut vorlesen. Dazu sind keine besonderen Fähigkeiten und auch keine besondere Ausbildung erforderlich. Es ist äußerst schwierig, zum Eingekerkerten vorzudringen. Die Wache der Festung wurde vor zahlreichen Zeitaltern erbaut, zu einer Zeit, als auf der Oberfläche Faruns noch unaussprechliche Schrecken wandelten. Sie stand verlassen da, bis ihr Helm wieder eine Bestimmung gab. Als Helm vor uns trat, bat er uns, dass sich die Hälfte unseres Ordens opfern möge. Wir sollten zu Geistern werden, die die Festung und die uralten Siegel in der Festung bewachen würden. Die Geister schützen die Festung gegen alle, die versuchen, sie zu betreten. Man kann mit ihnen nicht verhandeln. Dazu kommt noch das Böse, das durch die Gegenwart des Eingekerkerten an diesen Ort gelockt wurde und sich dort niedergelassen hat. All diese Hindernisse müssen überwunden werden. Sobald ihr die unterste Ebene erreicht habt, müsst ihr das letzte Siegel brechen, um Zugang zum Eingekerkerten zu erlangen. Ich weiß nicht, in welchem Zustand er sich befindet. Ihr solltet das Ritual rasch lesen, bevor er angreift. Habt ihr noch irgendwelche Fragen, mein Kind? Wie viele Stockwerke hat die Festung? Ich denke, dass die Festung 5 getrennte Stockwerke hat. Die 5. ist die untere Kammer, durch die man zum Eingekerkerten gelangt. Jede Ebene hat ein Siegel, das den Zugang zum nächsten Stockwerk verwehrt. Ich weiß nur wenig über die Art der Siegel. Ich weiß auch nicht, wie man sie überwinden kann. Sie sind dazu geschaffen worden, um den Zugang so schwer wie möglich zu machen. Es wird das sicherlich nicht leicht werden, die Siegel zu öffnen. Habt ihr noch irgendwelche Fragen, mein Kind? Wie gelange ich in die Festung und wie kann ich sie wieder verlassen? Der Eingang zum nächsten Stockwerk liegt an der Spitze der Festung. Ihr könnt ihn nur benutzen, wenn ihr das heilige Symbol in eurem Besitz habt. Haben wir. In den anderen Stockwerken gibt es jeweils Türen, durch die man die Festung seitlich verlassen kann. Aber ihre Siegel kann man mittels des heiligen Symbols nur von der Innenseite öffnen, um die Festung zu verlassen und nicht um die Festung einfach von außen an dieser Stelle zu betreten. Sobald jedoch eine dieser Türen einmal von innen geöffnet wurde, könnte sie dort auch zu einem späteren Zeitpunkt betreten. Noch mehr Fragen?
Warum zerstöre ich den Eingekerkerten nicht einfach? Dann haben wir die Sache für alle mal hinter uns gebracht. Nein, nein, auf keinen Fall. Der Eingekerkerte darf nicht getötet werden. Wobei ich meine Zweifel habe, ob das überhaupt möglich wäre. Helm hat uns absolut verboten, einen derartigen Versuch zu unternehmen. Obwohl ich nicht weiß, warum. Ich spekuliere, dass vielleicht sein Tod auch seine Freiheit bedeuten würde. Habt ihr noch irgendwelche Fragen, Kind? Wisst ihr, was mich in der Festung erwartet? Nur sehr wenig, Kind. Wir waren im ersten Stockwerk und haben dort gegen die Triaturen gekämpft, die uns angriffen. Aber wir wurden zurückgetrieben, wofür wir das erste Siegel in Augenschein nehmen konnten. Dort im ersten Stockwerk befindet sich ein uraltes Archiv und ein Tempel. Natürlich sind sie schon lange nicht mehr in Verwendung. Es könnte sich um einen Tempel Helms handeln, aber ich weiß es nicht genau. Ich hatte nicht genug Zeit, alles zu untersuchen. Ich denke jedoch, dass es den Klerikern, die dort einst tätig waren, möglich war, die zweite Ebene auf irgendeine Art zu betreten. Viele Datenbücher dort drinnen schienen in einem guten Zustand zu sein. Vielleicht findet man dort Informationen über die anderen Ebenen und ihre Siegel. Habt ihr noch irgendwelche Fragen, mein Kind? Nein. Wie ihr wünscht, Helms Segen mit euch, mein Kind. Fragt nur, wenn ihr es wollt. So, das heißt, wir treten ein. Hi. Yay, wir sind in der wachenden Festung. Ah, das ist so schön ruhig. Los, spuck es aus. Geht klar. Oh, der Archivar. Und fallen, natürlich. Natürlich. Kalt so kalt. Kalt so kalt. Auf geht's. Okay, okay. Ich warte, wenn es das ist, was ihr wollt. Okay, nur diese Plünderbar. Hier ist Geld. Geschichte des Schattentals, die Geschichte des Schattentals, die Geschichte des Schattentals und nochmal die Geschichte des Schattentals. Sind das etwa alle vier Bände? Ja. Nichts, was ich nicht unbedingt brauche. Und das hier sind die tollen Teile. Der Hüterstein, das Heilsymbol von Helm gestaltet ist, euch die Siegel zu passieren, die den Eingang zur Festung schützen, in welcher der Eingekerkerte eingesperrt ist. Das ist die Schriftrolle, die vom Ritterorden der Wachenden des Wachsamen zur Verfügung gestellt wurde, um die Siegel zu erneuern, die den Eingekerkerten in der Festung halten. Ja. Hier liegen nur Wurfsachen rum. Die Geschichte von Zembia. Noch mehr Schattental-Geschichten. Ja, also nichts Besonderes. Ein Stab. Sehr viele Gegengifte. Aber ja, die können wir mal nutzen, um nachzufüllen. So. Paladin-Armschienen. Besondere Fähigkeit. Die maximalen Trefferpunkte des Charakters werden um 10 erhöht, während er die Handschuhe trägt. Kann nur vom Paladin verwendet werden. Ja, aber wenn Keldon die Handschuhe wechselt... Pfeile der Durchbohrung sind nett. Alles andere nicht so wirklich. Thank you.
So, sortieren wir das mal so. Stab des Schlafes. Nee, den brauchen wir auch nicht unbedingt. War keine große Herausforderung. Gut, bevor ich jetzt allerdings weitermache hier, wird gespeichert. Speichern LP010, also LP10. Und dann sehen wir uns gleich wieder.